Die Untoten, sie sind besiegt, sie ruhen wieder. Und nun, meine Kumpanen, können wir das Grab öffnen. Kommt, gehen wir dorthin. Den Schreiber sollten wir auch nicht ungelootet lassen. Doch was bringt uns dieses Grab? Wahre Worte. Öffnen wir den Sarg. So he has spoken, and so thou standest before me, right as always. What a curious way to awaken. Now, I have a question for thee. What is the worth of a single mortal's life? Er scheint schon ein wenig länger dort gelegen zu haben und das Erste, was er fragt, eine solche Frage, doch, sollten wir ihm eine Gegenfrage stellen, es wäre unhöflich, doch er kennt mich nicht, er weiß nicht, wie mächtig ich bin. An Arbiter of certain matters. But that is not important now. Wilt thou answer my question? Fragt ein weiteres Mal. So, I ask again, what is the worth of a single mortal life? Es ist interessant, scheint zu differenzieren zwischen jenem Leben, das sterblich ist. Und jenem Leben, das anders ist. Und am Ende gibt es nur eine Sache, die von Bedeutung ist. Mein Leben. At this particular junction, perhaps that is not so far from the truth. Very well. I am satisfied. We have met, and I know thy face. We will see each other again at the proper time and place. Farewell. Wir werden uns wiedersehen. Doch ich werde trotzdem vielleicht euren Sarg leer räumen. Es sieht jedenfalls so aus, als würdet ihr das nicht mehr brauchen, wo auch immer ihr hingeht. Scheinbar in diese Richtung. Sollten wir ihm folgen? Ah, ich habe noch nicht die Toten. Es hat sich einiges über die Jahrhunderte verändert. Es sieht so aus, als wärst du über jede neue Information interessiert. Eine weitere Tür, die sich für uns öffnet. Was finden wir wohl hier drinne? Eine Truhe und ein weiterer Sarkophag. Es scheint so zu sein, als wäre dort keine Falle. Oder eine weitere von diesen seltsamen Münzen. Seelenmünzen.
Sie füllt meinen Geist mit Zorn und Verzweiflung. Die infernalischen Maschinen. Ich habe von ihnen gelesen. In den neuen Höllen soll es Gefährte geben. Das könnte nützlich sein. Doch was ist mit diesem Buch? Es scheint verschlossen zu sein. Das Buch der toten Götter. In einem Tempel eines toten Gottes. Welch Zufall. This book is far lighter than it should be with such a massive lock. Und ein Funken göttlicher Macht ist in diesem Schloss. Öffnen wir es. Das war schwerer, als ich eigentlich dachte. Zeig mir deine Geheimnisse, Buch. As the lock opens, a loose page comes with it. Magic pulses from the parchment. What was once script is now an obliterated scrawl. You have a sense these are names, a list. But of what? Untersuchen wir das ein wenig genauer. Natürlich ist es ein Erfolg. These are the names of gods, once lost but now restored after the second sundering. Entire pantheons have dwindled and been reborn, silently recorded by this book. Ich hätte gerne erfahren, was noch da drin stande. Das zweite Beben, wie lange es wohl her ist, ich weiß es nicht genau. Doch seine Auswirkungen merken wir noch heute. Unsere Unfähigkeit, die Magie voll auszukosten. Der Bann, der Mystra auf uns gelegt hat. Oh, Mystra, ich kann es verstehen. Würde man mich töten, wenn man einfach seine Kraft nicht kennt? Auch ich würde das nicht gutheißen. Doch, Jörgal, wenn jemand viel weiß, dann er. Welche Namen dort wohl drin standen, von denen wir bis heute nichts wissen? Ich weiß es nicht. Und dieser Weg erscheint ein anderer Weg zu sein. Ein anderer Weg zurück. Wir haben die Höhlen noch nicht ganz erkundet. Ein kurzer Weg. Und ein Weg, an dem ich eine Schaufel brauche. Es ist nicht komisch. Vier mächtige Helden und keine Schaufel. Kehren wir zurück, Gruppe. Doch bevor wir weitergehen, sollten wir vielleicht eine kleine Rast einlegen. Was sagt ihr dazu? Sehr gut. Unsere Zeit ist noch nicht gekommen. Es gibt noch Türen, die geöffnet werden wollen. Schlösser, die geknackt werden wollen. Oh. Wohin führt uns diese Tür? Zurück! Ich erinnere mich, als wäre es vorgestern gewesen. Und was ist mit dieser Tür? Bänke, Vasen und etwas, was wir nicht sehen.
Wir sollten vorsichtig sein, solange unsere Augen nicht die Wahrheit sehen. Fallen! Seid vorsichtig, geht nicht hinein. Was passiert, wenn ich diesen Knopf drücke? Die Fallen, die scheinen auszugehen. Doch ich sollte vorsichtig sein. Wo es eine Falle gibt, wird es noch mehr Fallen geben. Fassen wir am besten nichts an. Eine alte Tür. Verschlossen. Nicht für uns. Scheinbar haben wir den passenden Schlüssel gefunden. Und er führt uns an dem Eingang, an dem wir einst schon standen. Gut. Nicht sehr interessant, aber gut. Gibt es mehr Knöpfe, die wir drücken können? Die Fallen. Nun. Sieht so aus, als würde mir das passende Gerät fehlen. Wir sollten zurückgehen. Wir haben im anderen Raum noch nicht alles erkundet. Vielleicht gibt es dort noch einen Schatz. Oder haben wir das nicht? Etwas Rotes scheint dort zu leuchten. Er ist bewusstlos. Sollen wir ihn dort liegen lassen? Wann wacht er auf? Können wir mit ihm reden oder sollten wir ihn erlösen? All seine Freunde sind tot. Vielleicht ist das schlimmer als der Tod. Lassen wir ihn da liegen. Nun, vielleicht haben wir doch schon alles gesehen. Ich gehe hier hin. Doch wir haben diesen Raum noch nicht geplündert. Gebt mir eure Würstchen. Und eure Vorräte. Den Käse, er ist wohl für Gale. Schließlich kommt er aus Tiefwasser. Ziemlich viel Krempel, den sie hier haben. Ich hatte auf einen Schatz oder so gehofft. Vergeblich. Ancient, indecipherable text covers the plaque. A dead tongue. Whoever worshipped here must be long gone. Einige Bücher. Ich freue mich auf den Moment, in dem ich sie alle lesen kann. Vielleicht, wenn wir rasten. Ich gebe recht. Und wenn wir schon reden, sollten wir unsere Informationen austauschen. Was wisst ihr über die Gedankenschinder? I understand much beyond your comprehension. More to the point, I know the cure for our condition. It is imperative we locate a crash. You do well to observe more and question less. Ich sehe, das Gespräch scheint an diesem Zeitpunkt uns nicht weiterzubringen, Lizelle. Und Unrecht habt ihr nicht. Zeit, sie rennt. Die Krankheit in unseren Köpfen. I'll be keeping an eye on you. Understand? If I choose to kill you, you will not even see it. Gewagte Worte, Lizelle. In eurer schweren Rüstung wird sie euch kommen hören. Wir sollten den Rest der Ruinen untersuchen. Hier scheint es nichts zu geben. Ein Weg, er bleibt uns noch zu gehen. In den Norden.
Schauen wir uns an, was wir dort finden. Die Falle. Ein weiterer Ort, an dem ich das passende Werkzeug so gerade eben finde. Eine Schaufel. Wie praktisch. Nun, dann sollten wir ein wenig graben. Bevor wir es vergessen, sollten wir eben zurücklaufen, die zweite Grabung ausführen. Auch wenn ich sagen muss, die Schätze sind nicht die eines Zwergen würdig. Ein bisschen Gold. Es ist interessant, obwohl wir schon so lange unterwegs sind, ist es noch immer nicht dunkel geworden. Es scheint, als würde die Zeit nicht vergehen. Eine komische Welt, in der wir sind. Mein Name ist Lazelk Chokki, und mein Kin will understand my need for servants. They will help you, but only if I ask. Und so wirst du auch fragen, Lazelk. Mach dir keine Sorgen. Ein Pfeil des Eises. Nicht, dass jemand von uns ihn verschießen kann. Aber vielleicht treffen wir bald einen Händler. Nun, wir sollten weiter aufbrechen. Die Gruppe, sie läuft etwas langsam. Vielleicht bin ich daran schuld. Die Zwerge, wir sind eher für Sprints ausgelegt. Das sind wir. Ich spüre, dass eine Präsenz hier in der Nähe ist. Vielleicht sollten wir unsere Präsenz verbergen. Unsere Tränke. Besitzen wir mehr von ihnen? Farbe. Wir brauchen Tränke. Gut. Schön vorsichtig. Dort sind Leute am Tor. Und Feinde. Gets in. Zevlor's orders. That pack of goblins will be on us any second. What's going on? Goblins are on our tail. Open the gate, Zevlor, now. You let goblins here? Where is the druid? Please, there's no time. The nine hells! Open the gates! Damnable roach! Provoke the blade! And suffer its sting. Was für Amateure! Angst haben von einer Gruppe Goblins? Etwas Unorganisierteres gibt es wohl kaum. Doch ich sehe, sie können sich selber verteidigen. Einige Feinde, sie warten hier oben. Vielleicht sollten wir sie ausschalten. Doch unsere Magie, sie wirkt nicht besonders gut gegen so flinke Ziele. Nimm das. Bujak. Gehen wir nach vorne. Dort aus können wir den anderen besser helfen. Lazelk, macht euch nützlich. Greift die Flanken an. Ta-ta.
Razeth. Sehr gut. Aber euer Tatendrang ist gebraucht. Weit kommt ihr nicht. Nutzt den Bogen. Ich habe nicht gesagt, dass ihr verfehlen sollt. Nun gut. Gute Arbeit, Gale, aber halte dich zurück. Du bist angeschlagen und deine Ressourcen sind am Ende. Ein Grotenschrat. Scheinbar liegen Gale und Liz und Schattenherz auf dem Boden. Verschmiert. Ich hätte euch davor warnen sollen. Als Kleriker des Wissens. Gut, Lizelle. Lass dich nicht unterkriegen. Doch ich fürchte, es wäre an der Situation klug, dich nicht zu bewegen, bevor du fällst. Zumindest nicht, bevor du angegriffen hast. Bleib da stehen. Nun, Lizelle wird sich um die Angreifer oben kümmern. Und wir schnappen uns die Ungeschickten. Oder vielleicht die, deren Verteidigung hoch ist. Scheinbar auch gegen unsere Magie. Schauen wir mal, wie gut die Männer sich da vorne halten werden. Ein leichtes für euch. Nutzt die hohe Position und feuert eure Pfeile von dort. Gale, kommst du dran? Nicht besonders gut. Der Schleim auf dem Boden fällt nicht. Sehr gut. Doch eure Reichweite reicht nicht. Was machen wir nur mit euch, Gale? Nicht mal eure weiteste Magie ist von Hilfe. Nun, ihr seid keine große Hilfe. Will, ihr solltet eure Arme zaubern, bevor ihr euch bewegt. Dann können die Gegner sich ebenfalls nicht bewegen. Schattenherz, ich habe jemanden entkommen lassen. Kümmer du dich darum. Sehr gut. Guter Schuss, Celevor. Ich muss sagen, mein Glück wäre auch schon mal größer. Ein guter Schuss, Lizelle. Beeindruckt. Lass mich raten, Gale. Ihr seid dieses Mal nah genug dran und verfehlt trotzdem. Wir sollten diese Frau retten, bevor sie umfällt.
Tränke, die sie werfen. Raffiniert. Da ist nur noch ihr Anführer über. Hat sich als zäh erwiesen. Lezelle, lauf an ihn heran. Du kommst zwar noch nicht ran, aber nächste Runde ist es soweit. Wechsel schon mal auf dein Schwert. Gale? Er wird dir keine Bedrohung darstellen, zumindest nicht von hier. Bus. Diese Bewohner sollten versuchen, den Gegner zu treffen. Na, Feuer, du hast hier erhöhte Position. Wenn jemand trifft, dann du. Alles muss man selber machen. Wir folgen euch, nachdem wir... Nachdem wir unseren Lohn eingeholt haben. Handschuhe, die uns in der Fingerfertigkeit stärken. Das klingt, als wären sie wie für meine Hände geboren. Es sind kaum Leute aus dem Dorf gefallen. Wir werden glücklich mit diesem Ergebnis sein. Gut, dass wir gerade an der rechten Stelle waren, zur rechten Zeit. Ich muss sagen, bisher ist das, was die Goblins tragen, genau das, was man von Goblins erwarten würde. Kleinigkeiten. Doch schwer genug, um uns zu überladen. Helft mir, eine Kette, um mit Toten zu reden. Wie nützlich. Lezelle, ich vertraue dir diese mächtigen Tränke an. Und Gale, ich glaube, deine Fähigkeit im Dunkeln zu sehen ist die geringste. Nimm du diesen Trank. Ein paar Eier. Wäre lecker. So, ich hoffe, dass ich damit nicht überladen bin. Lezelle, nimm das Wertvollste, was wir haben. Das Wissen aus unseren Schlachten. Gut. Ich hoffe, ich kann nun wieder laufen. Nun, wir sind fertig. Öffnet das Tor. Oh. Wir sollten vielleicht noch kurz abbiegen. Nur um sicher zu gehen. So, da sind wir. Diese Wegmarken sind ein praktisches Phänomen. So vorteilhaft, direkt vor Städten sie zu haben. Danke fürs Öffnen der Tür. Der Smaragdhain. Welch schöner Name. There are children here, you fool! We was running for our lives. You led them straight to us, and you let them take the druid too? Unbelievable!
Klärt die Sache, Jungs, oder wollt ihr nur wie Penner herumfluchen? And who the hell are you again? Show some respect. This man saved your pathetic life. Well, I didn't ask for any goddamn help. Please, you were begging me to open the gate. Anything to save yourself, you coward! The human's eye twitches. He's about to blow. Zwei Streithähne. Obwohl ich die ganze Arbeit gemacht habe. Wem verpassen wir eine? Doch sie scheinen beide nützlich zu sein. Vielleicht finden wir die passenden Worte und zeigen, wer hier das Sagen hat. Lizelle, helf mir mit deiner Führung. Ein leichtes für unsere Gesprächsfähigkeit. Enough! Squabbling is pointless. The goblins have found us. At least we agree on that. More goblins could be on their way. I'm more worried about this parasite than a few goblins. We need a healer. Ich bin gespannt, was wir im Smaragdheim finden werden.